Heute reden wir nochmals über die Aarhus-Konvention. In der Rechtssache Protect hat ja der Europäische Gerichtshof NGOs und Nachbarn noch umfassendere Parteistellung und gerichtliche Überprüfungsrechte eingeräumt. Und wir schauen uns heute an, welche Konsequenzen das für Behörden und Betreiber hat. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und mit seiner Entscheidung Protect hat uns der EuGH ein bisschen was zu denken aufgegeben. Wir haben ja schon zweimal ein Video zur Aarhus-Konvention auf YouTube gestellt und das ist heute unser drittes, weil wir uns ansehen, welche Auswirkungen diese Entscheidung jetzt für behördliche Genehmigungsverfahren hat. Und hier geht es vor allem um Verfahren, wo die NGOs und die Nachbarn nicht ohne dich schon beteiligt sind, also bei UVP und bei IPPC-Verfahren sind sie ja schon dabei, sondern es geht um alle anderen Verfahren, wo sie grundsätzlich nicht beteiligt wären. Und dazu habe ich mir heute vier Prüffragen für Behörden und Betreiber überlegt. Die erste Frage ist, tangiert mein Projekt, tangieren die rechtlichen Grundlagen meines Projekts überhaupt EU-Recht, EU-Naturschutzrecht, Wasserrecht, Abfallrecht, Luftreinhalterecht. Wenn ich das verneinen kann, dann bin ich feiner raus und dann kann ich die Aarhus-Konvention mal zur Seite schieben, zumindest so lange, solange uns nicht irgendein weiteres Gericht erklärt, dass die Aarhus-Konvention auch direkt auf das nationale Recht durchschlägt. Wenn ich das hingegen bejahen muss und das EU-Recht in der einen oder anderen Form sozusagen mitschwingt, dann muss ich schauen, dass ich die Nachbarn und NGOs auch tatsächlich am Verfahren beteilige, weil sonst produziere ich eine übergangene Partei und das wollen wir natürlich alle nicht. Das heißt, ich muss mein Verfahren so kundmachen, dass die mit dabei sind. Es geht dann entweder mit einer Kundmachung des Projekts in Anwendung von IPPC-Regelungen, die dann eben auch für Nicht-IPPC-Anlagen gelten sollen, oder mit einer ganz normalen Kundmachung der mündlichen Verhandlung nach 42 AVG, wo dann eben die NGOs und die Nachbarn mit eingeladen sind. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt. Die zweite Frage, die ich mir stelle oder die ich mir ansehe, ist dann, kommen die NGOs überhaupt zum Verfahren? Bringen sie Einwendungen im Verfahren ein? Wenn sie das nicht machen, dann sind sie mal vorerst im Verfahren präkludiert. Wenn sie es machen, dann sind sie im Verfahren voll als Parteien dabei. Wenn die NGOs aber präkludiert sind, dann muss ich mir in einem dritten Schritt dann anschauen, ob sie nicht möglicherweise hinten nach doch noch gerichtliche Überprüfungsrechte geltend machen können. Und zu diesem dritten Schritt hat uns der EuGH so eine kleine Denksportaufgabe mitgegeben. Er hat gesagt, ihr müsst euch anschauen, ob das Projekt von vornherein erhebliche Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt haben kann. Ja, und wenn solche potenziellen Auswirkungen gegeben sind, dann hat die NGO, egal ob sie im Behördenverfahren beteiligt war oder nicht, gerichtliche Überprüfungsrechte. Wenn ich hingegen ausschließen kann, dass es solche erheblichen Auswirkungen gibt, dann ist die im Behördenverfahren präkludierte NGO nach heutiger Lesart dieses Judikats auch ausgeschlossen, später noch gerichtliche Überprüfungsrechte geltend machen zu können. Das führt mich letztlich dann sozusagen zum letzten Punkt, nämlich zum Punkt, wenn die NGO hinten nach noch kommen kann mit einer Beschwerde an das Landes- oder Bundesverwaltungsgericht, dann muss ich mir überlegen, wie stelle ich den Bescheid überhaupt zu? Nämlich, der muss ja gegenüber allen zugestellt werden, sonst laufen ja keine Beschwerdefristen. Da kennen wir den 77a Gewerbeordnung, Internetkundmachung mit Zustellfiktion gegenüber allen. Der gilt wieder nur für IPPC-Anlagen, das heißt, wir müssen ihn in Direktanwendung des Unionsrechts auch für andere Verfahren heranziehen. Alternative dazu wären die Großverfahrensbestimmungen des AVG. Ja, all das, liebes Publikum, ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Wir warten natürlich darauf, dass der Gesetzgeber reagiert und ein bisschen bessere Regelungen für uns trifft. Aber wenn man Österreich und seine föderalen Strukturen kennt, dann weiß man halt auch, dass das noch ein bisschen dauern kann.